Hallo und herzlich willkommen zum Mastery-Video des Lernzyklus Wie löse ich Sachaufgaben? Beim letzten Mal haben wir mit Hilfe dieser To-Do-Liste Sachaufgaben gelöst. Auch in diesem Video kannst du weiter üben, Sachaufgaben schrittweise zu lösen. Für dieses Video brauchst du eine Füllfeder oder einen Kugelschreiber, ein Lineal oder Geodreieck, sowie Papier, damit du mitarbeiten kannst. Wir werden uns in diesem Video zwei Sachaufgaben anschauen. Für die erste Aufgabe solltest du die Grundrechnungsarten gut beherrschen. Schauen wir uns gleich die erste Aufgabe an. Eine Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern macht einen Ausflug in das Naturhistorische Museum. Das Zugticket kostet 7 Euro und die Museumsführung 6 Euro pro Kind. Der Elternverein leistet einen Zuschuss von 100 Euro für diesen Ausflug. A. Wie viel Geld wird von jedem Kind eingesammelt? B. 5 Kinder sind am Tag des Ausflugs krank. Wie viel Geld bekommt jedes Kind zurück? In der grünen Box auf der linken Seite zeige ich dir noch einmal die To-Do-Liste. Drücke auf Pause und versuche das Beispiel damit zu lösen. Beginne zuerst mit Teil A und gehe erst dann zu Teil B weiter. Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp für Teil B. Beachte, dass der Zuschuss des Elternvereins auf weniger Kinder aufgeteilt werden kann, wenn 5 Kinder krank sind. Wenn du nicht mehr weiter weißt und Hilfe brauchst, schau dir einfach das Video weiter an, um dir Tipps zu holen. Schon fertig? Dann schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Wir gehen dabei Schritt für Schritt vor und beginnen mit Teil A der Sachaufgabe. Nachdem du die Textaufgabe bereits sorgfältig gelesen hast, müssen wir wichtige Informationen in dem Text markieren. Insgesamt kommen 25 Schülerinnen und Schüler auf den Ausflug mit. Die Kosten betragen 7 Euro für den Zug und 6 Euro für das Museum pro Kind. Das habe ich hier gelb markiert. Der Elternverein übernimmt von diesen Kosten 100 Euro. Das habe ich blau markiert. Es stellt sich die Frage, wie viel jedes Kind bezahlen muss. Im dritten Schritt sollen wir den Sachverhalt durch eine Skizze oder eine Zeichnung darstellen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Von den 25 Kindern muss jeweils 7 und 6 Euro zahlen. Der Elternverein übernimmt von diesen Kosten 100 Euro. Deshalb habe ich den 100-Euro-Schein durchgestrichen. Diese 100 Euro werden auf die Kinder aufgeteilt, wodurch die Kosten pro Kind weniger werden. Im vierten Schritt überlegen wir uns einen Lösungsweg. Zuerst können wir ermitteln, wie viel der Ausflug pro Kind insgesamt kosten würde. Rechnen wir 7 Euro für den Zug plus 6 Euro für das Museum, erhalten wir insgesamt 13 Euro. Weil der Elternverein einen Zuschuss von 100 Euro leistet, muss jedes Kind weniger bezahlen. Aber um wie viel weniger? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die 100 Euro auf 25 Kinder aufteilen. Wir brauchen also die folgende Division. 100 dividiert durch 25. Das ergibt 4 Euro. Der Elternverein übernimmt also 4 Euro pro Kind. Das bedeutet, dass jedes Kind um 4 Euro weniger bezahlen muss. Wenn wir die 4 Euro von den 13 Euro abziehen, also 13 minus 4 berechnen, so erhalten wir 9 Euro als Lösung. Überprüfen wir das Ergebnis noch einmal gemeinsam. Die Kosten für den Ausflug betragen pro Kind 9 Euro. Das ist ein durchaus realistischer Wert. Zuletzt fehlt noch der Antwortsatz. Auf die Frage, wie viel Geld wird von jedem Kind eingesammelt, könntest du zum Beispiel antworten, von jedem Kind werden 9 Euro eingesammelt. Hast du das auch so gemacht?
Bravo! Der erste Teil ist bereits geschafft. Es fehlt noch Aufgabenteil B. In der Angabe haben wir schon vorher Wichtiges markiert. In der Fragestellung B ist wichtig, dass 5 Kinder am Tag des Ausflugs krank sind. Es stellt sich die Frage, wie viel Geld jedes Kind zurückbekommt. Das habe ich rosa markiert. Die Skizze sieht fast gleich aus wie beim ersten Teil der Aufgabe. Aber nun werden 5 Kinder krank. Das heißt, sie fahren nicht auf den Ausflug mit. Was müssen wir an der Skizze also noch ändern? Was passiert nun mit dem Zuschuss des Elternvereins? Genau, dieser wird nun auf 20 Kinder statt auf 25 Kinder aufgeteilt. Im vierten Schritt notieren wir die Lösungsschritte. Wie du ganz richtig erkannt hast, wird das Geld nun auf 20 Kinder aufgeteilt. Daraus ergibt sich die Division 100 dividiert durch 20. Die Lösung ist 5 Euro. Das bedeutet, dass der Zuschuss des Elternvereins pro Kind von 4 Euro auf 5 Euro steigt. Das heißt, jedes Kind, das am Ausflug mitgefahren ist, muss um 1 Euro weniger bezahlen. Schauen wir uns das Ergebnis noch einmal gemeinsam an. Jedes Kind, das am Ausflug teilnimmt, muss um 1 Euro weniger bezahlen. Das heißt, diese Kinder bekommen jeweils 1 Euro zurück. Aber wir dürfen nicht auf die 5 Kinder vergessen, die krank sind. Weil diese Kinder nicht mit dem Zug fahren und auch nicht in das Museum gehen, bekommen sie die vollen 9 Euro zurück. Im letzten Schritt schreiben wir noch die Antwort auf die Frage, wie viel Geld bekommt jedes Kind zurück. Bei diesem Beispiel besteht die Antwort aus 2 Teilen. Jedes Kind, das am Ausflug teilnimmt, bekommt 1 Euro zurück. Jedes Kind, das am Ausflugstag krank ist, bekommt 9 Euro zurück. Das hast du super gemacht. Schauen wir uns gleich noch die letzte Aufgabe für diesen Lernzyklus an. Für diese Aufgabe brauchst du dieselben Materialien wie vorhin. Es hilft dir aber zusätzlich, wenn du die Eigenschaften des Quaders bereits kennst und weißt, wie Raummaße umgerechnet werden. Schauen wir uns die Aufgabe an. Familie Ölzahn möchte am Beginn des Sommers ihr quaderförmiges Schwimmbecken mit Wasser befüllen. Es ist 8 Meter lang und 4,5 Meter breit. Das Schwimmbecken hat eine Gesamthöhe von 1,5 Meter. Es wird jedoch nur bis 15 cm unter den Rand befüllt. Wie lange dauert das Befüllen des Schwimmbeckens, wenn pro Minute 54 Liter durch ein Rohr in das Becken fließen? Nimm wieder deine To-Do-Liste zur Hand, drücke auf Pause und löse die Aufgabe selbstständig. Du weißt bereits, was zu tun ist, wenn du Hilfe beim Lösen brauchst. Schau dir das Video einfach weiter an und hole dir Tipps. Fertig? Dann vergleichen wir unsere Lösungswege. Im ersten Schritt hast du die Aufgabe sorgfältig gelesen und im zweiten Schritt wichtige Wörter markiert. Dies könnte beispielsweise so ausschauen. Es ist wichtig, dass das Schwimmbecken die Form eines Quaders hat. Der Quader ist 8 Meter lang, 4,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Das habe ich grau markiert. Wir müssen jedoch beachten, dass das Schwimmbecken nicht vollständig, sondern nur bis 15 cm unter den Rand befüllt wird. Das habe ich blau markiert. Es stellt sich die Frage, wie lange das Befüllen dauert, wenn pro Minute 54 Liter in das Becken fließen. Das habe ich rosa markiert. Im nächsten Schritt machen wir wieder eine Skizze, damit wir uns den Sachverhalt noch besser vorstellen können.
Dreidimensionale Figuren, wie zum Beispiel einen Quader, konstruierst du am besten in Form eines Schrägrisses. Die Maße des Quaders lauten a ist gleich 8 Meter, b ist gleich 4,5 Meter und h ist gleich 1,5 Meter. Mit der Farbe Blau habe ich die Grenze eingezeichnet, bis zu welcher das Becken gefüllt werden soll. Im nächsten Schritt müssen wir zuerst überlegen, was wir überhaupt berechnen müssen, um die Fragestellung beantworten zu können. Weil es um das Befüllen des Schwimmbeckens geht, sollten wir zunächst das Volumen des Schwimmbeckens ermitteln. Wir wissen, dass das Becken 8 Meter lang und 4,5 Meter breit ist. Bei der Höhe müssen wir aber aufpassen. Es ist zu beachten, dass das Becken nicht vollständig gefüllt werden soll. In der Skizze kannst du sehen, dass die Höhe des Beckens 1,5 Meter beträgt. Von dieser Höhe müssen wir aber vorher noch 15 cm abziehen, da das Becken ja nur bis zur blauen Grenze befüllt werden soll. Fällt dir auf, was du vor dieser Subtraktion unbedingt beachten solltest? Ja genau, die Werte sind in unterschiedlichen Einheiten gegeben. Deshalb rechnen wir die 15 cm vorher in die Einheit Meter um. 15 cm entsprechen 0,15 Meter. Das heißt, die Höhe, die wir für die Berechnung des Volumens benötigen, können wir nun so berechnen. 1,5 minus 0,15 ist gleich 1,35. Jetzt haben wir alle Maße, die wir für die Berechnung des Volumens brauchen. A beträgt 8 Meter, B beträgt 4,5 Meter und die Wasserhöhe beträgt 1,35 Meter. Die Volumensformel für den Quader lautet V ist gleich A mal B mal H. Setzen wir die Zahlen ein, so erhalten wir die Rechnung V ist gleich 8 mal 4,5 mal 1,35. Die Lösung lautet 48,6. Weil es sich um ein Volumen handelt, ist die zugehörige Einheit Kubikmeter. Das Volumen beträgt also 48,6 Kubikmeter. Schauen wir uns noch einmal die Fragestellung an und überlegen, wie es nun weitergeht. Wie lange dauert das Befüllen des Schwimmbeckens, wenn pro Minute 54 Liter durch ein Rohr in das Becken fließen? Oh, da kommen ja jetzt Liter vor. Wir haben das Volumen aber in der Einheit Kubikmeter berechnet. Also müssen wir hier noch einmal umrechnen. Und nun stellt sich die Frage, wie passen Liter und Kubikmeter zusammen? Also Hohlmasse, nämlich Liter, und Raummasse, nämlich Kubikmeter. Ja klar, hast du dich daran erinnert, dass ein Kubikdezimeter einem Liter entspricht? Außerdem gilt auch, ein Kubikmeter ist gleich 1000 Kubikdezimeter. Wir können die 48,6 Kubikmeter also zuerst in Kubikdezimeter und dann in Liter umrechnen. Wir müssen also die 48,6 Kubikmeter mit 1000 multiplizieren und erhalten 48.600 Kubikdezimeter. Und das sind wiederum 48.600 Liter. In das Schwimmbecken sollen also insgesamt 48.600 Liter Wasser fließen. Außerdem wissen wir aus der Angabe, dass in einer Minute 54 Liter Wasser zufließen. Schauen wir uns das noch einmal in Form einer Tabelle an. Wir sehen, dass in einer Minute 54 Liter Wasser zufließen und wollen wissen, wie viele Minuten für 48.600 Liter Wasser benötigt werden. Wir sollten uns also überlegen, wie viel Mal diese 54 Liter zufließen müssen, um insgesamt 48.600 Liter zu erreichen. Dazu stellen wir uns die Frage,
wie oft der Wert 54 in 48.600 enthalten ist. Wir müssen also dividieren. 48.600 dividiert durch 54. Die Lösung ist 900. Überprüfen wir das Ergebnis noch gemeinsam. Welche Einheit hat der Wert 900? Wir wissen, dass in einer Minute 54 Liter Wasser zufließen. Das heißt, für 48.600 Liter werden 900 Minuten benötigt. Die Fragestellung lautete, wie lange dauert das Befüllen des Schwimmbeckens? Da wäre 900 Minuten schon eine richtige Antwort. Damit wir uns die Zeitdauer aber besser vorstellen können, rechnen wir sie noch in Stunden um. Wie du sicher weißt, hat eine Stunde 60 Minuten. Das heißt, wir müssen 900 noch durch 60 dividieren. Die Lösung ist 15. Das heißt, das Befüllen des Beckens dauert 15 Stunden. Als Antwortsatz im letzten Schritt könntest du zum Beispiel schreiben, das Befüllen des Beckens dauert 15 Stunden. Super! Du hast das letzte Beispiel und somit den gesamten Videolernzyklus geschafft. Ich hoffe, dass dir die Lernvideos geholfen haben. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Tschüss!